Dankeschön, Jule. Wir haben noch mehr Meister heute Abend stellvertretend gewissermaßen für die ganzen hier zu uns eingeladen. Und zwei davon sind bei mir am Pult angekommen. Das sind Sabrina Großberger und Jonas Fries. Sabrina, was ist die korrekte Meisterbezeichnung von dir? Anlagenmechanikerin für Sanitärheizung und Klimatechnik. Das muss schon wirklich von der Fachfrau kommen. Jonas, du bist? Maler und Lackierermeister. Wunderbar. Was ist es für ein Gefühl, jetzt hier stellvertretend für 463 Meisterinnen und Meister heute Abend erst den Meisterbrief entgegenzunehmen, Sabrina? Ich glaube, unbeschreiblich. Man kann es eigentlich, glaube ich, gar nicht so richtig in Worte fassen. Jeder andere hat ja schon seinen Meisterbrief und wir bekommen ihn heute, ja, doch. Unbeschreiblich. Wie ist das, Jonas? Vorfreude auf dieses, dass ihr den letzten seid, ihn heute Abend entgegenbekommen. Ja. Was war das so für ein Gefühl vor der Sendung heute? Ja, also es war jetzt natürlich eine lange Wartezeit, aber jetzt heute Abend ist endlich der Moment gekommen, wo die ganze Leistung mal endlich anerkannt wird und dafür geehrt wird, dass man es geschafft hat. Und wir sind sehr froh, dass wir heute hier live dabei sein dürfen. Und es ist eine große Ehre, dass wir das heute hier entgegennehmen dürfen. Wir erfahren gleich noch, warum wir beiden extra stolz sein können. Denn es gibt da noch eine kleine Kirsche auf dem Kuchen, näheres dazu gleich. Sabrina, was hast du jetzt genau vor? Du hast zu Hause ja schon das ganze Meisterthema miterlebt. Du wirst einen Betrieb übernehmen. Was hast du da vor zu machen ganz genau? Also ich habe eigentlich nicht vor, viel zu verändern, sage ich einmal. Man kann sich immer verbessern, aber so wie es eigentlich läuft, so würde ich es gerne weiterführen. Es hat sich bewährt die letzten Jahre. Ich muss sagen, mein Vater hat es sehr gut aufgebaut und damit kann man arbeiten. Ja. Jonas, was ist dein Plan für die nächsten Monate und Jahre als frisch gebackener Meister? Ja, also ich komme auch aus einem Familienhandwerksbetrieb, der schon seit vielen Generationen besteht. Und ich bin eigentlich der Meinung, dass ich jetzt an der Zeit bin, dass man ein bisschen frischer Wind reinkommt, dass wir digital werden, dass man den Kunden die mobile Fahrbereitung auf dem Tablet oder so näher bringen kann. Dass man einfach in dem Jahr 2020 nichts mehr mit einem Farbbrillenkettchen zum Kunden muss, sondern dass man wirklich da breit aufgestellt ist, dem was zeigen kann in einem Showroom. Und das ist mein Plan auf jeden Fall. Weht ein ganz frischer Wind bei euch beiden. Von uns ganz, ganz viel Erfolg dabei. Und hier haben sich jetzt bereits zwei wirklich prominente Gesichter der Handwerkskammer für Unterfranken eingefunden, die heute Abend auch ganz wichtig sind. Aber erstmal wollten wir heute den Meisterinnen und Meistern das Wort geben. Jetzt, Irina, geht's weiter, denn wir haben dann auch zwei Honoratioren, die heute Abend mit dabei sind.